Alle in diesem Podcast besprochenen Medikamente sind keine Empfehlung. Ihr entscheidet selbst, womit ihr euch zudrückt. Kleines Update, wir haben jetzt 10.27 Uhr. Ihr seht im Hintergrund, wir haben Isabel aufgenommen. Ja? Wir sind jetzt also knappe 3 Stunden im Einsatz. Die Laune ist gut, der Kaffee ist wieder aufgefüllt. Ansonsten zusammengefasst, wir haben schon einen Patienten. Das Wording hier ändert sich auch permanent. Also wir sind gerade bei Betroffenen. Ansonsten, wie ihr seht, die Laune ist wirklich gut, es macht wirklich Spaß, also ungelogen. Ja? Wir sind nicht irre als sonst. Nee. Ob das jetzt gut oder schlecht ist. Wir hätten auch fast, wäre ein tatsächlicher Betroffener, der ist zum Patient geworden und wäre dabei fast im Pflegeheim unbekannter, also in einem unbekannten Pflegeheim gelandet. Das konnten wir noch abwenden. Nico hat also auch tatsächlich heldenhaft gerettet heute schon. Ich bin quasi meiner alten Qualifikation nachgegangen. Also, es ist meine aktuelle Qualifikation, aber es ist eine ältere Qualifikation. Liegt unter anderem daran, dass Nico einfach alt ist. Den Fahrer nicht während der Fahrt schlagen. Das ist nicht geregelt in diesem Fahrzeug. Ganz ehrlich, natürlich kann man den Fahrer, wenn es geboten ist, während der Fahrt schlagen. Man muss nur aufpassen, dass es sich nicht auf die auf die Fahrsicherheit auswirkt. Und du meinst, es wirkt sich nicht auf meine Fahrsicherheit aus, wenn du mich schlägst? Ist das so ein grundsätzliches Thema bei meiner Fahrweise? Oder ein so souveräner Fahrer wie du sollte auch während einer Respektschelle noch in der Spur bleiben können. Genau genommen ist das erst der richtige Test, um herauszufinden, ob jemand ein guter Fahrer ist. So ist das nämlich. Oh Gott, ey. Maschine steht. Ja. Herzlich willkommen im Auto von Nils. Auch genannt, ich bremse gerne spontan. Wenn die Ampel rot wird. Ja, das machen sie ja normalerweise spontan. Ohne Vorwarnung. Ich finde schon. Es gibt da dieses gelbe Licht zwischen Rot und Grün, Nils. Hast du das schon mal? Ja, das nennt sich die sogenannte Fluchtsekunde. Du hast noch eine Chance, ne? Rüberzukommen und dann Hier werden gerade Kindheitserinnerungen wach. Wir fahren vorbei an meiner alten Schule. Ja, wir sind nämlich in Brandenburg gelandet. Spandau bei Berlin, das, genau. Ja, also vom Norden anfahren und nach Westen ausfahren. Weil wir dann eine größere Runde drehen, Alex. Falls ihr euch wundert, was das gerade war, das ist Alex. Wir haben quasi einen internen Funkverkehrskreis gebildet und natürlich nur zur besseren Koordination unserer beiden schwer schuftenden Einsatzkräfte, Mittel. Dem Grunde nach machen wir ja auch nichts Komplexes. Wir fahren hin und her und Blaulichtfahrzeug. Oh nein! Also mit aktiven Blaulicht. Ihr hört es halt schon. Da wird doch wohl keiner krank sein. Oh, das hat sich gesehen. Das hat sich auch vorgezogen, leise zu bleiben. Ja, das ist tatsächlich so ein Ding. Also auch wenn ein NEF, also erstmal kann man sich immer die Frage stellen, ob so ein NEF wirklich mit Alarm begleiten muss. Ja, und man sollte sich dann halt überlegen, wenn man zu zweit fährt, dass auch wirklich beide Fahrzeuge nicht nur Blaulicht anmachen, sondern idealerweise tröten. Ja. Weil sonst passiert das, was gerade passiert ist. Ich habe nur den RTW gesehen, weil das NEF da vollkommen verschwunden ist. Ja? Ich habe auch nur den RTW gehört. Das hört man ja durchaus, wenn da 2 Fahrzeuge sind oder 1, das kann man unterscheiden. Und dann fährst du fröhlich los, weil du sagst, okay, RTW ist ja weg. Und schwuppdiwupp hast du da so ein NEF im Gepäck. Ja? Deswegen, also ich sag's eigentlich auch immer, aber es ist auch immer einfacher, sowas zu sagen, sich dann selber dran zu halten, ist dann quasi die nächste Herausforderung. Aber die goldene Regel ist, wo ein Auto mit Blaulicht und Sirene kommt, ist wahrscheinlich auch ein zweites unterwegs. Ja, ist auch gut. Ja, ich glaube, wir machen, glaube ich, hier so einen Cut, oder? Ja, wir sind jetzt auch schon wieder. Später nochmal, wir sind schon wieder zurück. Wir melden uns bestimmt noch 1 bis 12 Mal. Live aus dem Einsatzgebiet. Aus dem Einsatzgebiet, hier vor Ort, innerhalb des Sperrkreises. Rotkreuz ELW 2 von Rotkreuz 183 zukommen. Der Rotkreuz 183 Patientin aufgenommen auf dem Weg nach Kreuzberg. Frage schreibbereit. Schreibbereit.
Hier Rotkreuz 1, 832, unsere Patientin aus dem Zimmer. Kommen. Rotkreuz 1, 832, verstanden. Siehst du, wenn du sauber sprichst, fängst du auch gerne hier. Jetzt ist auch der Blitz in der Bücherstraße egal. Ja, tatsächlich, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie das ist, wenn so ein zweites Auto noch hinterher klemmt. Wir sind aktuell das zu viert Auto. Unterwegs. Und, ja. Ja, genau, wir sind das zweite von vier Autos. Das ist ja fast schon Star Trek. Wir sind Two of Four und nicht Seven of Nine oder so. Ja, vielleicht kann man das ja nochmal kurz so als Update nutzen. Die Evakuierungsarbeiten laufen zwar, aber es dauert natürlich. Wir haben das ursprüngliche Pflegeheim in Spandau Nord und das Ziel der Evakuierung ist mitten in Kreuzberg. Das zieht sich halt alles. Das zieht sich sehr lange. Und damit das heute überhaupt noch fertig wird, wurde jetzt entschieden, dass wir die Strecke quasi zwischen Spandau und Kreuzberg mit, ich sag mal, erhöhter Geschwindigkeit und etwas weniger Rücksicht auf Ampelanlagen zurücklegen werden. Ja, gemessen an so Evakuierungen, wo ich bisher dabei war, muss ich auch sagen, dass das von Seiten der Pflegeeinrichtungen extrem gut organisiert war. Ja, ja. Ja, das ist jetzt eigentlich mehr so der spannende Teil. Die Berliner Stadtautobahn. Ist ja tatsächlich auch wieder so ein spannendes Thema, wenn man das jetzt mal kurz aufgreifen darf. Was ist Rettungsgasse und was ist Platz machen? Also wenn man jetzt so in die Straßenverkehrsordnung mal reinschaut, heißt ja, wenn sich ein Fahrzeug mit Blaulicht und Signal nähert, sollen alle übrigen Verkehrsteilnehmer freie Bahn schaffen. Jetzt ist natürlich freie Bahn schaffen so ein bisschen eine Aussage mit Interpretationsspielraum. Ja. Aber hier im Bereich, wo tatsächlich gerade kein Stau ist oder kein wirklich stockender Verkehr, braucht man keine Rettungsgasse, die vor uns gebildet wird im fließenden Verkehr, sondern da reicht es völlig aus, wenn alle auf der linken Spur einfach auf eine der Spuren rechts daneben wechseln und man uns im wahrsten Sinne des Wortes eine freie Fahrbahn schafft. Was, soweit ich das beurteilen kann, auf Sicht ganz gut funktioniert. Ja, das ist halt also, was man natürlich auch nicht unterschätzen darf, ist, man hört das relativ spät. Also, das kennt jeder Autofahrer. Wenn man die Sirene hört auf einer Autobahn, das irgendwie auch mit 60, 80, wenn das hier auf der Stadtautobahn ist, und du guckst dann in den Rückspiegel, dann ist das meistens ist das Auto doch schon relativ nah. Ja. Das gehört einfach mit dazu, dass man ja, wir uns natürlich auch vom Schall wegbewegen. Es gab nicht viele Dinge in meinem Leben, über die ich, wo ich sagen würde, das ist wirklich geil, aber das war geil. Und das ist ein mega cooles Auto, was war das? Das war definitiv irgendwas erstes Ziviles. Es könnte auch vom Kampf mit Räumdienst gewesen sein. Ich glaube auch. Das Gute ist, wir haben es auf Video, wir können das nochmal rewinden. Ich hatte ganz viele Antennen auch. Ja. Wir waren es jedenfalls nicht, auch wenn ich immer gerne einen Undercover RTW hätte, der dann aus dem Nichts. Ja, tatsächlich sind wir jetzt so ein bisschen in einer heiklen Situation. Wie gesagt, wir sind das zweite Auto. Der RTW vor uns fährt auf der relativ freien linken Spur. Und die Gefahr besteht halt, dass jetzt irgendwer unachtsam ist und nachdem der RTW vor uns vorbei ist, einfach rauszieht, direkt vor uns. Ja, also quasi das, was wir eben selber fast gemacht haben. Wir haben es nicht gemacht, aber was uns hätte passieren können, kann natürlich jetzt uns in der aktiven Situation passieren. Das wäre übel. Wir sind auseinandergezogen. Ja, das ist auch wieder so ein Top-Tipp für die Praxis. Ja, wir sind auseinandergezogen. Wenn mehrere Fahrzeuge mit Blaulicht oder mit Blaulicht und Sirene fahren, seid so gut, drängelt euch nicht dazwischen. In der Regel sind das dann Fahrzeuge, die im geschlossenen Verband fahren und tatsächlich sogar nach Straßenverkehrsordnung als ein Auto zu zählen sind. Also fänden wir super Knorke, wenn ihr das nicht macht, zwischen uns zu fahren. Genau, man verliert ganz schnell den Anschluss und verstreut dann ganze Einheiten. So, vor uns stoppt der Verkehr, das heißt, wir können jetzt tatsächlich in so eine Rettungsgassensituation kommen. Wobei halt auch das immer schwierig ist, der Übergang von fließendem Verkehr, wo noch Platz gemacht wird und Beginn einer Rettungsgasse. Aber wir versuchen es mal. Das ist doch ganz schick. Da
Tag soll man natürlich nie vom Abend loben, aber bisher funktioniert es ganz gut. Aber für den Anfang ist es super. Ja. Für den Anfang ist es wirklich super. Es ist im Tunnel, wie gesagt, leichter, man hört uns zwei wesentlich weiter vorne. Geradeaus fahren ist das geringste aller Probleme. Schwierig wird es halt in dem Moment, wo man irgendwas ändern möchte, wie jetzt im Fall, wo wir abfahren wollen. Und eben von diesem zu viert mit Alarm auf der linken Spur einmal durch den gesamten, durch uns auch irritierten Verkehr wieder rüber müssen. Der ja auch versucht, uns nach rechts auszuweichen. Ja. Wenn ihr den Geist irgendwann dafür frei habt, während euch ein Blaulichtfahrzeug begegnet, achtet drauf, wie die blinken. Die blinken genauso wie jedes normale Fahrzeug, also außer das Blaulicht. Wenn ich nach rechts blinke, heißt das, ich fahre gleich auch nach rechts, wortwörtlich. Ja? Entweder mitunter halt auch entgegen von Einbahnstraßen oder so, das ist ja Teil meiner Sonderrechte. Aber ich fahre auf jeden Fall in die Richtung rechts. Ich weiß nicht, meine erste Alarmfahrt war nicht lustig, also doch, war lustig, aber man ist wirklich auf sowas wie jetzt, dass dieses grüne Auto bei vier Alarmfahrzeugen deutlich hörbar losfährt, da geht einem schon mal die Pumpe auf. Ja, aber gut, das ist halt auch so ein bisschen der Reflex. Man steht an der roten Ampel und das, worauf man am meisten achtet, ist diese Ampel und dass sie grün wird. Und wenn sie grün wird, drückt man das Gaspedal. Da nehme ich mich ja im privaten Verkehr nicht aus. Wir sind gleich da! Spaß beiseite, aus der Praxis für die Praxis. Warum heize ich mein RTW so gerne? Na klar, einerseits, weil ich Frostbeule bin, keine Frage. Mag möglicherweise auch ein Hauptgrund sein, aber... Er kann es auch noch begründen. Ja, man muss das ja so ein bisschen auch aus der Patientenseite sehen. Wir gehen ja immer vom Worst Case aus und das bedeutet, dass ein tatsächlich ernsthaft verletzter oder erkrankter Patient bei uns hinten drinne liegt. Das heißt für uns in der Regel, dass wir diese Patienten auch untersuchen. Untersuchen geht nicht durch einen dicken Wintermantel, das heißt, ein gewisses Maß an Entkleidung findet da hinten statt. Und deshalb fange ich immer schon mal damit an, als Base-Level zu nehmen, dass ich im RTW hinten eine Temperatur haben möchte, die ich im Poloshirt angenehm finde. Also das ist der Maßstab, den ich ansetze, was im Umkehrschluss auch heißt, dass es da hinten schön warm sein muss. Zusätzlich dazu, kranke oder verletzte Patienten können selber nicht mehr so gut Wärme generieren. Das heißt, die brauchen definitiv auch eine Wärmezufuhr von außen. Jetzt im Winter, wenn es kalt ist und die möglicherweise sogar in der Kälte gelegen haben, müssen sie auch ein Stückchen erwärmt werden. Und bei der Kälte oder bei zu großer Kälte oder wenn die Körpertemperatur zu weit runter geht, funktionieren auch bestimmte körperliche Mechanismen nicht mehr so gut. Also das wirkt sich dann tatsächlich auch auf die Aktivität von Enzymen aus oder, und das ist sehr relevant, auch auf die Funktionsweise unserer Blutgerinnung. Das heißt, Patienten mit einer kälteren Körpertemperatur, bei denen gerinnt das Blut nicht mehr so gut. Also bei schweren Verletzungen oder so erhöht das die Gefahr, tatsächlich zu verbluten, weil eben die körpereigenen Mechanismen nicht mehr klappen. Ja, und das ist wirklich deutlich. Ne? Also ja. Wir sprechen jetzt nicht davon, dass man das, wenn man 10.000 Leute untersucht, marginal statistisch relevanten Unterschied findet. Wenn die dann nur noch 20 Grad Körperkerntemperatur. Das war ein langer Tag, ich merke es. Körperkerntemperatur haben, sondern bei wenigen Grad erhöht sich bereits deutlich die Sterblichkeitsrate. Ja? Also jedes Grad, was ihr diesem Patienten erhaltet an Körpertemperatur, ist eine deutlich bessere Überlebenschance. Deswegen geben wir da, das werden die einen oder anderen leidvoll schon erfahren haben, auch so viel Wert drauf in der Ausbildung und wiederholen das ja wirklich ständig. Ja, also unser Spruch zum Thema Wärmeerhalt, was wir ja durchaus auch Pro-Tipp für die Praxis bzw. Praxisprüfung, was bei uns ja auch in der Prüfung mit verlangt und überprüft wird, Wärmeerhalt, das ist nichts, was wir erfunden haben, um euch als Prüflinge zu ärgern, sondern das hat tatsächlich einen sehr wahren und sehr ernsten und wichtigen Hintergrund. Und man kriegt das halt selber, wenn man arbeitet, gar nicht mit, wie kalt es ist, weil man eben in Bewegung ist und selber Wärme generiert. Und man muss immer versuchen, sich so ein bisschen in die Situation eines Patienten oder einer Patientin hineinzuversetzen, die eben regungslos hinten auf der Trage liegen, die möglicherweise selber noch nicht mal so warm ist. Und jetzt schauen wir mal, was der Tag noch bringt. Auf dem Hinweg haben wir ja zwei Transporte durchgeführt. Das heißt, wenn man jetzt mal so grob überschlägt, könnte es durchaus sein, dass wir nach zwei Transporten auch wieder fertig sind. Ja, Mic Drop. Ja, hast du hier nicht das ihr Funk Drop, aber dann ist der Fernmeldedienst böse, wenn ich das mache. Oder Alex. Oder beide. Vor Alex hätte ich mehr Angst, wenn es so richtig. Also, Jungs vom Fernmeldedienst, ich habe euch wirklich lieb. Aber vor Alex hätte ich mehr Angst.